Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Über einen großen gesellschaftlichen Umbau. Junkerland in Bauernhand. Oder in Berufung auf Thomas Münzer, was 1525 endete in Blut und Verrat, wird 1945 vollendete Tat. Große Worte und Slogans begleiteten die Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone. Mit ihr beginnt der Umbau der deutschen Gesellschaft in eine Gesellschaft nach sowjetischem Vorbild. Heute vor 75 Jahren beschloss die Provinz Sachsen, das heutige Sachsen-Anhalt, ein Bodenreformgesetz und läutete damit die Umverteilung des Besitzes auf dem Lande ein. Das Kalenderblatt von Hartmut Schade, gesprochen von Conny Wolter. Das Volk. Es will nicht so, wie es sich die Kommunisten wünschen. Noch Ende August klagen Magdeburger KP-Funktionäre. Die Provinzialverwaltung konnte bis jetzt keine Maßnahmen ergreifen, weil Anträge von den armen Bauern und Landarbeitern zur Landaufteilung nicht gestellt worden sind. Doch da die KPD in ihrem Programm vom 11. Juni die Aufteilung des Großgrundbesitzes gefordert hat, auch die sowjetischen Genossen es wollen, müssen nun die Landarbeiter und kleinen Bauern überzeugt werden, dass eine Bodenreform zu ihrem Nutzen ist. Man soll den Auffassungen, dass ein Großbetrieb wirtschaftlicher ist, entgegentreten, noch dazu, wenn es ein kapitalistischer Betrieb ist. Die Kleinbetriebe sind oft viel wirtschaftlicher. Für eine Bodenreform sind auch Christ- und Sozialdemokraten sowie die Liberalen, allerdings ohne die wirtschaftlich effektiven großen Güter zu zerschlagen. Entschädigungslos enteignet werden sollen nach ihren Vorstellungen nur Nazis und Kriegsverbrecher. Die KPD überrumpelt sie alle mit ihrem Tempo. In den Dörfern werden Versammlungen inszeniert, auf denen eine Bodenreform gefordert wird. In den Verwaltungen werden die entsprechenden Gesetze vorbereitet. Als am 2. September der KP-Vorsitzende Wilhelm Pieck zur Bodenreform aufruft, sind die Würfel schon gefallen. Mit der Enteignung der feudal-junkerlichen Großgrundbesitzer wird ihnen die Macht entzogen, die sie bisher im Staate ausübten und mit der sie jeden Fortschritt und jede demokratische Entwicklung im Lande hinderten. Am nächsten Tag wird in der Provinz Sachsen das Bodenreformgesetz erlassen. Bis zum 11. September folgen alle anderen Länder der sowjetischen Besatzungszone. Enteignet wird aller Besitz über 100 Hektar, dazu der von Kriegsverbrechern und Nazis. Wer dazu zählt, wird oft sehr großzügig ausgelegt, erinnert sich Kurt André aus Adendorf im Mansfelder Land. Besitzer hieß Rittergut, Besitzer Endlich, Georg Endlich. Er musste gehen, obwohl die Bevölkerung von Adendorf das nicht wollte. Er hat niemand was getan, hat mit den ausländischen Arbeitern, die hier eingesetzt waren, russische Gefangene, polnische Gefangene, war der in Ordnung. Also hat niemand was getan. Die enteigneten Gutsbesitzer werden in Lager gebracht oder nach Rügen deportiert. Verteilt wird der Boden hauptsächlich an Vertriebene und Landarbeiter. Meist zwischen 5 und 10 Hektar per Losentscheid, erinnert sich Käthe Lehmann, deren Flüchtlingstreck gerade in Möckern stoppt, als das Land vergeben wird. Und dann haben die gezogen, die Lose, und haben sie gleich jeden noch ein bisschen Getreide zugeteilt, weil man gerade nicht gehabt Getreide, und damit wir bestellen konnten, jeder sein Acker. Geschenkt gibt es nichts. Der Boden muss bezahlt werden, auch Geräte und Gebäude. Bis Anfang der 50er Jahre gibt ein Drittel der Neubauern wieder auf, weil ihre Flächen zu klein sind, um effektiv zu arbeiten, weil es ihnen an Erfahrung und Können fehlt. Die Kommunisten reagieren, propagieren nun den Zusammenschluss und große Güter. Sie prägen die Landwirtschaft im Osten Deutschlands bis heute.